und guten Tag und hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Statement-Video zu den internationalen Auslosungen in der Champions League, Europa League und Europa Conference League. Ja, sind ein paar interessante dabei. In der Champions League haben wir ja Bayern, BVB, Union und Leipzig. Oder die Dosen, ich sage ja nur die Dosen dazu. Ja, Bayern mit Manchester United, Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Das läuft doch. Das ist eine schöne Gruppe. Union Berlin hat Braga, Real und Neapel bekommen. Das ist natürlich eine Hammergruppe mit Real Madrid. Das ist mal eine saftige, ordentliche Klatsche. Mal gucken, wie sich Union in der ersten Champions League-Runde damit durchsetzt. Hoffen wir mal, dass sie weiterkommen. Der BVB hat natürlich auch nicht gerade viel besser bekommen. BVB darf gegen PSG, einer der Top-Teams in Europa. Dann Newcastle, ja, ist auch nicht schlecht für eine Champions League-Gruppe. Und noch einen, den habe ich jetzt gerade nicht kapiert. Hücken oder Mücken oder wie die heißen, habe ich keinen Plan von denen. Wer weiß, wo die herkommen. Und das Dosengesöff. Das Dosengesöff darf jetzt ran gegen Manchester City, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Auch eine schöne Gruppenkonstellation. BVB schwer, Union heftig mit Real Madrid. Braga und Neapel, mal gucken, wie die drauf sind, sind ja auch keine kleinen Leute. Bayern, ja, normal. Die sollten eigentlich keine Probleme kriegen, sage ich jetzt mal im On. Für alle, die es nicht hören wollen, im Off, hoffentlich haben sie Probleme. Dann gehen wir weiter in die Europa League. Da haben wir zwei Mannschaften. Einmal Freiburg. Hat gleich Topf A bekommen. Freiburg muss gegen West Ham United, Olympiakos und RVTSC. RVTSC. Kein Plan, wo die herkommen. Ich habe mal gegoogelt. Die spielen in der ersten serbischen Liga. Habe ich noch nie gehört. TSC. Keine Ahnung. Und West Ham ist eine schöne Auswärtsreise für Freiburg. Olympiakos ist natürlich in Piräus, ist natürlich eine Bucht auswärts. Ne? Ist eine verflucht lange Reise. Dann haben wir noch Bayern. Bayer Leverkusen, Gruppe H. Ist dann Olympiakos. Falsch, waren wir ja gerade. BK Häcken, kennt keine Sau. Molde ist bekannt und Karabach ist auch bekannt. Das ist dann für Bayern die Gruppe H. Sind auch ein paar interessante Spiele bestimmt dabei. Und dann hat es ja unsere Eintracht aus Frankfurt noch geschafft. In der Qualifikation haben sie sich schön zu Hause durchgesetzt und sind in der Gruppenphase dann in Gruppe G gekommen. Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki, Helsinki und Abeden. Woher Abeden kommt, habe ich auch keinen Plan. Das sind manchmal Mannschaften, die zum ersten Mal irgendwo dabei sind. Die hast du in deinem Leben noch nie gehört. Ja, und damit ist dann die Gruppenphase auch beendet. Oder der kleine Einschätzung. Schöne Spiele, schöne Ideen. Für den BVB wird es schwer. Für Union Berlin wird es in der ersten Saison sowieso schwer, weil sie da ja noch nie gespielt haben. Kennen sie ja noch nicht. Bayer Leverkusen mit Molde, ja, es geht, ist in Ordnung. Freiburg mit West Ham ist eine sehr schöne Auswärtsfahrt. Olympiakos eine verflucht lange Auswärtsfahrt.
Ja, und Eintracht Frankfurt, ja, kann gut sein, dass die auch durchkommen. Mit PAOK Saloniki natürlich eine Mannschaft bekommen, die da in der Europa League schon sehr häufig war und das dann auch in der Europa League schon gespielt hat, nicht nur in der Conference League. Da müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Aber im Grunde genommen die Dosen mit Man City, Roter Stern Belgrad ist auch alles tutti. Mal gucken. Also im Grunde genommen alles in Ordnung, alles super. Dann gucken wir uns das jetzt mal an und dann sehen wir mal ab Mitte September, wie es dann aussieht. Okay, das war meine kleine Einschätzung dazu. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, einen angenehmen Tag. Und ich danke fürs Zusehen, Follower, liken, Kommentar gerne mal da lassen. Und dann wünsche ich euch eine angenehme Woche noch, beziehungsweise jetzt ein angenehmes Wochenende. Ich zeichne das ja am Wochenende jetzt auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, beziehungsweise beim nächsten Reaction-Spiel. Das ist dann morgen, spielen wir von Hannover 96 im Frankenland, in Freiburg. Freiburg doch nicht. In Fürth. Und da gibt es natürlich dann auch eine kleine Analyse zu wieder. Ne? Alles klar. Bis dahin, auf Wiedersehen und schönen Abend.